Haben Sie sich auch schon einmal gewünscht, irgendwie anders zu sein? Als Jugendliche war ich ziemlich schüchtern und wünschte mir sehnlichst, so locker wie meine Freundinnen zu sein. Mir fehlten im Gespräch mit anderen einfach oft die Worte, weil ich zu verlegen war. Später wünschte ich mir schlankere Beine und besser frisierbare Haare. Das wünsche ich mir übrigens immer noch. Heute sehe ich mir manche Kolleginnen oder Kollegen von mir an und denke, ich hätte auch gern so viel Esprit und Energie wie sie. Irgendwas ist also immer falsch, ganz zufrieden mit mir bin ich nie. Okay, vielleicht wäre der Zustand absoluter Zufriedenheit für mich auch gar nicht so gut, weil ich dann vielleicht arrogant oder eitel werden könnte. Aber ein bisschen gnädiger mit mir selbst zu sein, das wünsche ich mir schon manchmal. Kommt Ihnen das vielleicht auch bekannt vor? Wenn das so ist, dann haben wir in diesem Monat einen sehr guten Bibelvers, der uns durch den August begleiten soll. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das steht in Psalm 139 in Vers 14. Und dieser Spruch, der soll uns in diesem Monat begleiten und der bringt uns dazu, uns um 180 Grad zu drehen. Wir sind nämlich gar nicht mangelhaft und unperfekt. Keine und keiner von uns ist das. Ganz im Gegenteil, wir sind wunderbar. Ein Wunder der Schöpfung Gottes. Und statt auf das zu starren, was wir nicht so gut können oder was an unserem Körper oder unserem Aussehen uns nicht gefällt, lädt uns dieser Vers dazu ein, zu entdecken, was wir an Talenten, an Gaben, an Schönem und Gelungenem an uns haben. Lauter Geschenke Gottes, die uns unverwechselbar und einzigartig machen. Gottes Werke sind wunderbar. Einen ganzen Monat lang dürfen wir uns und anderen sagen, du bist wunderbar.